So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich zerstöre ein Teleskop, einen Fernseher und einen Telefonmasten. So, in welchem Modus werde ich das Ganze machen? Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich es im Solo-Modus machen soll oder Gruppenkeile, weil das Problem ist, es ist alles in einer Ecke. Aber wir probieren es einfach mal in Gruppenkeile, beziehungsweise jetzt NFL Rumble. So, dann kurzer Info an alle Neuen. Wir haben derzeit eine Skin-Verlosung am Laufen. Dazu einfach mal in die Videobeschreibung gucken oder oben rechts die Infobox anklicken oder halt am Ende des Videos das Folgevideo dann quasi angucken. Um was geht es genau? Genau, es geht um einen 2000 V-Bucks Skin. Also wer Bock hat, da mitzumachen, wie gesagt, einfach Video angucken, machen, was in dem Video gesagt wird und schon habt ihr die Chance, einen Skin zu gewinnen. Ich denke mal, das ist eigentlich eine ganz nette Sache, aber ihr wisst ja, wenn ich euch helfe, könnt ihr mir natürlich auch helfen. Also wenn du komplett neu bist, gern Abo da lassen, Like da lassen, man kennt es. So, wo müssen wir hin? Natürlich dahin. Ganz am A der Welt. Also wir müssen einmal hier hin, hier sind die Teleskope, da sind die Fernseher in den zwei Häusern, nehme ich mal an. Und dann haben wir hier die Telefonmasten auf dem Weg. Klar, die Route ist jetzt nicht gerade die beste, aber ich denke mal, Gruppenkeile kann man mal gefühlt eine halbe Stunde rumgleiten. Ist also ganz entspannt. Ich denke mal, die meisten werden es auch in einer Runde hinkriegen. Man kann es natürlich auch im Solo-Modus machen, aber da ist die Gefahr natürlich jetzt gerade ziemlich groß, dass man auf Gegner trifft. Und das will man natürlich eher weniger jetzt gerade, da man natürlich schnell die Mission fertig haben will. Und natürlich den neuen Stil von dem Skin haben will. So, ich fliege mal hier mit meinem Hündchen weiter. Immer noch 1 Kilometer Luftlinie. Man kennt ihn. Also wie gesagt, einmal müssen wir da hinten hin. Da sind die Teleskope. Dann hier seht ihr die zwei Häuser. Und ich denke mal, hier auf dem Weg werden die Telefonmasten sein. Ich bin noch gerade überlegen, ob wir nicht erst zu dem Haus fliegen sollen. Da haben wir ein bisschen Loot. Gerade auf die Straße gehen, da einen Telefonmast mitnehmen. Ah, ich weiß nicht. Aber die Gegner, die kamen von rechts. Wir von links. Ich denke mal, eigentlich dürfte hier nicht viel los sein. Wenn überhaupt einer hier ist. Wir probieren es einfach. Telefonmasten sehen wir schon da. Da die Holzpfähle, die quasi aus dem Boden kommen. Ich sehe hier mal keinen. Gehen wir mal ins Dach rein. Ich hoffe halt jetzt echt, hier ist keiner, gell? Dun, 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 dun. Und ich komme mir vor, echt wie bei. Oh, dieser Lex. So, machen wir hier einen Fernseher. Da haben wir einen Fernseher. Zack. Da haben wir den ersten Fernseher. So, jetzt bräuchten wir nur noch gerade. Kiste wollen wir natürlich auch noch mitnehmen. Ist natürlich oben, man kennt es. Zack, zack, zack. Ah, immer noch ein bisschen mehr als Versicherung mitnehmen. So, die Telefonmasten haben wir jetzt auch schon gesehen. Die sind nämlich mitten auf dem Weg. Da ist schon der erste. Ach, hier ist auch noch einer. Das hier ist halt der Telefonmast. Also ganz entspannt. Einmal weghauen. Und jetzt müssen wir einmal da auf die Insel, weil da sind die Teleskope. So könnt ihr alles simpel in einer Runde erledigen und schon habt ihr das Ganze geschafft. Und wie gesagt, wenn ich dir mit dem Ganzen schon helfen konnte, gern Abo da lassen, Like da lassen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Sterben wir jetzt ganz schlecht, weil die Zone ist nämlich auf der anderen Seite der Map. So, dann hoffe ich einfach mal, dass da jetzt auch kein Gegner ist, weil jetzt sind wir natürlich ein bisschen low. So, wo sind denn hier die Teleskope? In der Regel auf dem Berg. Aha, man kennt ihn. Da ist das Teleskop. Und zack, schon haben wir die Aufgabe geschafft. Dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank dafür. So, wir gehen jetzt erstmal auf Sniper-Suche, weil wir müssen natürlich noch ein paar Sniper-Medaillen machen. Aber die, die jetzt keinen Bock mehr haben zuzugucken, weil sie die Aufgaben direkt selber machen wollen, erstmal danke fürs Zuschauen. Und dann würde ich mal zu euch auf jeden Fall sagen, haut rein. So, die Sniper haben wir auch schon direkt gefunden. Schmeckt. Jetzt noch ein Lagerfeuer finden würden, wäre natürlich auch nicht schlecht. Damit ich wenigstens mal wieder ein bisschen Leben dazu bekommen. Vor allem, ihr seht es ja, ich habe bis jetzt noch keine mythische Kiste gefunden. Ich glaube, das wird wieder eine lustige Aufgabe. Und wenn, finde ich sie wahrscheinlich mit euch in Custom Games, wo sie dann nicht zählen.
Ach, da brauche ich mich gar nicht anzustrengen. Da brauchen wir gar nicht probieren, irgendwie in die Zone zu kommen. Das gibt nämlich eh keinen mehr. Gerade mal gucken, ob hier noch irgendwas zum Angeln ist. Ja, da hinten. Da haben wir noch eine Kiste. Obwohl, mit dem Boot könnte es eigentlich funktionieren. Ja, die Kisten sind gerade anscheinend irgendwie richtig verbuggt. Attacke! Dann fahren wir halt mit dem Boot schnell in die Zone, geht ja auch. Vor allem, was ich mich frage, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ihr mich überhaupt hört. Gibt es eigentlich noch die goldene Fischtrophäe überhaupt zu verangeln? Das frage ich mich halt immer. Weil gefühlt habe ich jetzt 1 Million Mal geangelt. Seit dem Event. Ach, der Moment, wenn man immer weiter drückt, aber nichts passiert. So, einmal hoch bitte. Einmal hoch. Nein, gut. Hier werden wir eigentlich safe noch auf Gegner treffen. Ja, er macht hundertprozentig die Aufgabe noch. Aber das könnte unsere Chance sein, den schönen Sniper-Hit. Links, rechts, wo bist du? Da habe ich keine Gnade. Der Schaden ist wichtig. Wie gesagt, noch einen zu finden, dann haben wir es geschafft. Ich muss dazu nichts sagen. Gefühlt war jeder Schuss drauf, aber nur gefühlt. Aber scheinbar nicht. Man kennt ihn. Ja, den 100er Hit hat er. Eigentlich müsste ich die Medaille definitiv schon haben. Wieso habe ich die Medaille noch nicht? Ach, diese Lags, ey, das ist doch nicht spielbar, ey. Bin mir gerade echt nicht sicher, ob ich die Medaille jetzt schon habe. Oh Gott, ey. Wie keiner den trifft. Warum hat der 100 Leben? Das wäre so ein schöner Kill geworden. Guck mal, wie es leckt. Ich habe einfach Standbild. Das ist echt. Aber habe ich jetzt die Medaille? Habe ich glaube ich immer noch nicht bekommen. Können wir den kriegen? Lass mich doch einfach meine Kills machen. Was hältst du denn davon? Da rennt noch einer rum. Aber der wird natürlich auch weggesniped, man kennt es. Boah, der war natürlich nice. 250er Headshot, man kennt ihn. Ach, jetzt habe ich sie bekommen. Ne, dann habe ich die schon eben begabt. Ja, leicht überfordert,
Aber wir haben unsere Medaille, das ist das Wichtigste. Erstmal danke für den ganzen Support. Das war wieder meine Katze. Und in dem Sinne, haut rein. Alle mal Katze rein, die jetzt noch da sind.